Ein gespenstischer Unbekannter, der Rätsel aufgibt. Nachts streift er einsam durch die Straßen des Leipziger Westens. Menschen, die ihm nur zufällig begegnen, fällt er kaum auf. Ein ruhiger, ein zurückhaltender Mann. Er war wie eine Art Phantom, was unter dem Radar lief. Er hat ein extrem hohes Geltungsbedürfnis, besonders Frauen gegenüber. Das macht ihn gefährlich. Extrem gefährlich. Willkommen zur ersten Sendung im neuen Jahr. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Wir sind einem Täter auf der Spur, von dem ein Nachbar später sagen wird, er war auffällig, unauffällig. Niemand, der ihn näher kannte, hatte ihm zugetraut, dass er ein Mörder sein könnte. Sogar ein Doppelmörder. Nett, höflich, hilfsbereit, Vater einer kleinen Tochter. Eine Freundin beschrieb ihn sogar als zärtlich. Und doch gab es da offenbar eine sehr dunkle Seite. Ein Mann auf dem Weg zum Serienkiller, der Frauenmörder von Leipzig. Mitte April 2016. Das Elster-Flutbecken in Leipzig. Es ist Donnerstagabend, als ein Spaziergänger im Wasser Teile einer Leiche findet. Er ruft die Polizei. Die Beamten organisieren sofort Suchmaßnahmen. Die Feuerwehr wird zur Bergung gerufen, rückt mit Booten an und macht einen grausigen Fund. Wir haben schon von der Leitstelle die Information bekommen, dass wir hier zu einer Bergung eines Torsos fahren sollten. Ja, und die haben sich natürlich dann hier bestätigt und haben dann nach weiteren Teilen gesucht. Und auch den ein oder anderen Teil noch haben wir dort als Bein zum Beispiel haben wir dort noch gefunden. Noch in der Nacht beginnen Kriminaltechniker mit ihrer Arbeit. Die Fundstelle liegt am bewaldeten Ufer des Elster-Flutbeckens in der Nähe des Fußballstadions. Die aufgefundenen Leichenteile, der Torso und ein Bein, werden sofort in die Leipziger Rechtsmedizin gebracht. Am nächsten Morgen setzen die Polizeitaucher ihre Suche fort. Das Wasser ist nicht tief, doch die Bedingungen sind schwierig. Matthias S. war damals an der Suche beteiligt. Das Elster-Flutbecken ist ein fließender Fluss. Ist nicht sehr tief, eigentlich so maximal 3 Meter, aber ist sehr schmutzig. Also man spricht da fast von Nullsicht. Wir haben da Sichtweiten vielleicht gar von 20 Zentimeter. Der Untergrund ist sehr schlammig und sobald man da unten was aufwirbelt, ist wirklich Nullsicht. Man sieht nichts mehr, man kann eigentlich bloß tasten. Mein Auftrag war, ich soll den Ufernahbereich absuchen. Dort stieß ich auch gleich, wo ich angefangen habe zu suchen, auf ein Bein. Der Bein war beschwert mit einem Stein, dieser war mit Draht befestigt. Ich habe dann das Bein den Kollegen der Kriminalpolizei in unmittelbarer Nähe übergeben. Die haben dann das Bein in einen blauen Plastiksack verpackt. Neben den Tauchern sind auch Beamte der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Sie suchen den Uferbereich ab. Die haben dazu eine Polizeikette aufgezogen, so nennt man das im Fachjargon, und suchen jetzt mit Suchstangen Stück für Stück und Quadratmeter für Quadratmeter die Beweismittel. Die Polizei richtet sofort nach dem Fund der ersten Leichenteile eine Sonderkommission ein, die Soko Brücke. Neben dem Torso, an dem sich noch der Kopf befand, der keine Beschwerung aufwies, konnten 2 Beine, die jeweils mit Stein beschwert waren, aufgefunden werden. Dann der Gesäß-Genitalbereich, der ebenfalls beschwert war mit Stein. Und die beiden Arme waren an einem Fahrradständer befestigt. Dieser Fahrradständer wird knapp ein Jahr später ein wichtiges Indiz werden. Sehr schnell gibt es die ersten Ermittlungsergebnisse zur Identität der toten Frau. Sie war Portugiesin. Bereits am Abend des Fundes gab es erste Hinweise, dass es sich um Maria D. handeln könnte. Diese Hinweise kamen aus der portugiesischen Community, die im Leipziger Südwesten relativ groß ist, insbesondere im Stadtteil Lindenau. Und an diesem Abend gab es bereits erste Ermittlungen zu ihren letzten Kontaktpersonen und zu den möglichen Aufenthaltsorten. Parallel zu den Ermittlungen werden in der Leipziger Rechtsmedizin die Leichenteile untersucht von Dr. Carsten Barbian. Zunächst gilt es, Hinweise auf die Todesursache und den Todeszeitpunkt zu finden.
Das ist tatsächlich schwierig, bei Leichen, die sich bereits zersetzt haben, die konkrete Sterbezeit zu bestimmen. Man kann es dann tatsächlich nur schätzen, wenn man die Umgebungstemperaturen kennt, sprich die Lufttemperatur, die Wassertemperatur. Im Fall der Maria D. haben wir die Sterbezeit auf 1 bis 2 Wochen vor Auffindung geschätzt. An den Teilen, die vorhanden waren und die bei uns zur Untersuchung eingeliefert wurden, fanden sich Hinweise auf einen Erstickungsvorgang. Und damit lag die Vermutung nahe, dass ein Tod durch Ersticken in welcher Form auch immer eingetreten war. Ein Tötungsdelikt war am wahrscheinlichsten, aber ein anderer Tod oder eine andere Todesursache war nicht ausgeschlossen. Neben der Ermittlung desjenigen, der Maria D. zerteilt hat, war es von besonderer Bedeutung, von ihm zu erfahren, wie das Opfer ums Leben kam. Denn nur so war es perspektivisch möglich, ein Tötungsdelikt nachzuweisen. Und das war die besondere Herausforderung in dem Fall und die Chancen standen dafür anfänglich nicht gut. Obwohl inzwischen alle Teile des Leichnams gefunden wurden, ist die Spurenlage gering. Es gibt viele offene Fragen. Ungewöhnlich sind zum Beispiel die markanten Abdrücke im seitlichen Brustbereich des Torsos. Auffällig waren dunkle, parallelstreifige Verfärbungen der Haut an der linken Körperflanke und am Rücken, die uns tatsächlich vor Rätsel gestellt haben und zu denen wir uns auch viele Gedanken gemacht haben, was denn das eigentlich sein könnte. Aber was es genau war, konnten wir tatsächlich bei der Untersuchung des Leichnams zunächst nicht klären. Aus diesem Muster war zu einem zu beurteilen, dass dieses Muster aufgebracht wurde, bevor die Leiche zerteilt wurde, da es passgenau auf Arm und auf Torso vorhanden war. Es handelte sich nicht um Leichenflecke, sondern es muss eine Reaktion mit dem Untergrund stattgefunden haben. Dieser Untergrund befindet sich vermutlich am Tatort. An dem Ort, an dem die 43-jährige Frau getötet und anschließend zerteilt worden war. Um etwas über die psychische Verfassung des Täters zu erfahren, wird untersucht, mit welcher Motivation er den Leichnam zerteilt hat und wann. Auch das ist leider eine Frage, die man nicht wirklich exakt beantworten kann. Wir sind davon ausgegangen, dass die Zerteilung des Leichnams in den ersten Stunden nach dem Tod stattgefunden hat. Aber eine genauere Zeitangabe konnten wir dazu nicht liefern. Am Fundort der Leichenteile geht die Spurensuche in der Zwischenzeit weiter. Die Medien berichten nahezu täglich. Heute sind die Ermittler noch ganz am Anfang. Erst müssen alle Beweise gesichert werden. Wir setzen auch weiterhin einen Leichensuchhund ein. Der ist natürlich nicht nur darauf spezialisiert, menschliche Überreste zu finden, sondern eben auch Tatmittel zu finden. Deshalb kommt er heute hier zum Einsatz. Interessiert verfolgen Spaziergänger und Anwohner die Spurensuche. Ja, das ist schon ganz schön heftig, zumal man hier immer angeln ist. Also ich bin fast jeden Tag hier und unmittelbar in der Nähe, das ist schon nicht so ohne. Also es gibt schon zu denken. Die Ermittlungen zu der toten Frau und ihrem Umfeld kommen zunächst gut voran. Schon 5 Tage nach dem Leichenfund gibt es eine erste Erklärung der Staatsanwaltschaft. Es handelt sich bei der Toten um eine 43-jährige Portugiesin. Diese Frau wohnt nach unseren Erkenntnissen seit mehreren Jahren in Leipzig, war aber zuletzt hier in Leipzig ohne festen Wohnsitz. Die Polizei sucht mit diesem Foto nun nach Bekannten und Freunden der Verstorbenen. Sie erhofft sich dadurch Hinweise, die zur Aufklärung des mysteriösen Todesfalls beitragen. Es war soweit bekannt, dass sie ihrem Lebensgefährten folgte, aus Portugal hier nach Leipzig. Sie hatte ein recht unstetes Leben, große Alkoholprobleme, nahm auch Drogen und war sehr vernetzt und gut unterwegs in der Leipziger Kneipenszene rund um den Lindenauer Markt. Der Lindenauer Markt liegt im Leipziger Westen, knapp 2 Kilometer vom Fundort der Leichenteile entfernt. Hier im Viertel gibt es viele kleine Kneipen. Lebt der Täter möglicherweise in der Nähe? In einer der Straßen am Lindenauer Markt?
Ist er seinem Opfer in einer der Kneipen begegnet? In der Bar am Kanal erinnert man sich an Maria D. Stammkunde Wali ist ihr oft begegnet. Sie hat definitiv sehr viel getrunken. Also hier ist sie nicht ohne eine Flasche Wodka, sie zu leeren, ist sie nicht rausgegangen. Zweitens halt, sie war halt ein bisschen pedantisch, ein bisschen arrogant, ne? Aber ansonsten, Mensch ist Mensch, ne? Da kann ich auch nicht vieles was anderes sagen. Wie gesagt, sie hat jeden Tag getrunken. Sie war immer mit ihrem Mann hier und mit anderen Portugiesen. Also ich habe sie einmal mein Leben abends nüchtern gesehen, bei Blue Moon, weil das sind die zwei Kneipen, die ich immer auch bin. Da habe ich die angeguckt und gesagt, hey Mensch Maria, du nüchtern? Und da hat sie angefangen zu grinsen, sagt, ja, ich will aufhören, bla bla bla. Dann kurze Zeit später war sie verschwunden. Es gab drei Bars, auf die sich die Ermittlungen fokussierten, wo Maria D. vermutlich an dem Abend sich aufgehalten haben muss. Und aus dem Grund dort intensiv ermittelt wurde, wer ihre möglichen Kontaktpersonen gewesen sind. Ermittler der Leipziger Kripo suchen in den Kneipen nach Personen, die Maria D. kannten. Die Frage, mit wem war sie kurz vor ihrem Verschwinden noch unterwegs? Doch niemand weiß etwas. Einen Tatverdächtigen können die Beamten nicht ausmachen. Sie war sehr bekannt in diesen Bars und in diesen Kneipen. Das Bemerkenswerte im Nachhinein war allerdings, dass wir zu keinem Zeitpunkt im Bezug dieser Ermittlungen auch nur einen Hinweis auf den späteren Täter hatten. Er war wie eine Art Phantom, was unter dem Radar lief. Wer ist der Täter? Was ist das Motiv für die Tötung und das Zerteilen der Leiche? Der Leipziger Gerichtsmediziner Dr. Barbian kann auch nach der Untersuchung nur wenige Hinweise liefern. Aber er kann einiges ausschließen. Auch das hilft. Hinweise für sexuelle Handlungen haben wir nicht festgestellt. Sowohl an den Geschlechtsorganen fanden sich keine Verletzungen, die auf eine gewaltsame Penetration oder sonstige Handlung hinweisen. Und auch die Spurenuntersuchung ergab keine Hinweise auf Spermasekret, sodass es hier keine Anhaltspunkte für ein sexuell motiviertes Handeln gab. Konkreter jedoch sind die Hinweise auf das Werkzeug, mit dem die Leiche zerteilt wurde. Es fanden sich an den Knochenenden entsprechende Spuren, wie sie durch eine schnell rotierende Scheibe verursacht werden. Und damit bestand für uns der Hinweis, dass die Durchtrennung auch mit einem Trennschleifer durchgeführt wurde. Um mehr über den Täter zu erfahren, wenden sich die Ermittler an die operative Fallanalyse des Landeskriminalamtes Sachsen. Deren Einschätzung folgt den Untersuchungsergebnissen der Rechtsmedizin. Dass zum einen die Tötung und auch die Zerteilung weder sexuell noch sadistisch orientiert war oder ausgelegt war und eher einen pragmatischen Hintergrund hatte. Pragmatisch heißt, das Opfer so zu zerteilen, dass es transportiert werden kann. Eine weitere Feststellung: Die Leichenteile wurden nicht von der Brücke geworfen, sondern unter dem Brückenbogen versteckt. Das sprach zum Beispiel gegen eine Verbringung mit einem Fahrzeug. Vielmehr gingen wir davon aus, dass mit einem Hilfsmittel diese Leichenteile transportiert wurden, zum Beispiel ein Fahrradanhänger oder ein Einkaufstrolley. Und dies sprach dafür, dass der Täter nicht weit vom Fundort seinen Aufenthalt haben müsste. Denkbar ist auch, dass der Fahrradständer und die Steine, mit denen die Leichenteile beschwert worden waren, aus der Nähe des Elster-Flutbeckens stammen. Vielleicht stammen sie sogar vom Wohnort des Täters. Michael Münch arbeitet damals im Landeskriminalamt in Dresden. Er ist Spezialist für Bodenspuren, Gesteine und Baumaterialien und hat die Herkunft der Steine untersucht. Im konkreten Fall wurden 6 verschiedene Gesteinsmaterialien eingeschickt. Das waren 5 Gesteinsarten. Allesamt waren Baumaterialien. Das waren zum Teil Ziegel, zum Teil auch übliche Betonsteine, wie man sie heute als Hofpflasterung und so weiter findet. Ein Großteil davon, der ist natürlich sehr weit verbreitet und lässt kaum Rückschlüsse auf eine bestimmte Herkunftsort zu. Aber unter den Ziegeln waren 2 Ziegel, die heute etwas unüblich sind. Hier haben wir mal eine Aufsicht auf so einen Ziegelstein. Man sieht, er hat eine Bemoosung am Rand
haften noch Mörtelreste dran. Der ist also auch schon sehr alt, auf dieser Fläche freiliegend gewesen, kein moderner und neuer Ziegel. Anhand der Abmaße konnte man vermuten, dass es sich um den sogenannten Reichsnormziegel hat, die in Deutschland so ab den 1870er Jahren im Bauwesen benutzt wurden. Interessanter war sogar noch ein anderer Ziegelstein, der so ein gelbliches Aussehen hatte. Man sieht schon an der äußeren Form, hier ist nichts gerade. Das ist also keine großindustrielle und ordentliche moderne Fertigung. Und beim Aufschneiden dieses Steins hat man im inneren Gefüge sehr große Inhomogenitäten gefunden. Vermutlich ein Stein, der noch weit älter als 100 Jahre ist, vielleicht 200, 300 Jahre alt. Solche Steine gibt es natürlich heute sehr selten. Das heißt, wenn die Ermittler einen Ort mit ähnlichen Steinen finden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Täter diese Gegend gut kennt. Vielleicht sogar in der Nähe wohnt. Es gab umfangreiche Suchmaßnahmen im Stadtteil Lindenau, inwieweit vergleichbare Steine an Orten festgestellt werden können. Dies betraf Baustellen, dies betraf Schutthäufen, Ablageorte, Steinmauern. Alles, was in Frage kam als mögliche Quelle, wurde überprüft. Dies war auch damit verbunden, zu suchen, inwieweit vergleichbare Fahrradständer hätten montiert sein können. Einen solchen Ort mit den passenden Fahrradhalterungen und den herausgebrochenen alten Steinen gibt es. Doch bis die Ermittler ihn finden, werden noch viele Monate vergehen. Während sich die Beamten im Sommer 2016 in den Straßen von Leipzig-Lindenau und Plagwitz umsehen, werden in der Gerichtsmedizin der Torso und eines der aufgefundenen Beine des Leichnams eingescannt. Dieses Einscannen übernimmt ein Spezialist der Technischen Universität Dresden. Ich hatte auf der Fahrt nach Leipzig schon die Gelegenheit, mich gedanklich darauf vorzubereiten. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich derartige Leichen auch noch nicht gesehen habe. Aber man ist dann so in seiner Aufgabe drin, dass ihn das eigentlich, also mich hat es nie gestört. Bei so einem Scan werden nacheinander viele einzelne dreidimensionale Scans gemacht. Man muss sich das ähnlich vorstellen wie beim Fotografieren. Es werden viele kleine Fotos gemacht, die dann quasi über den Computer zusammengerechnet werden zu einem dreidimensionalen Modell. Den Scan der Leichenteile lassen die Ermittler ausdrucken. So entsteht ein dreidimensionales Abbild des Torsos und des linken Beines, zusammen mit den Steinen, die der Täter zur Beschwerung genutzt hat. Im Ergebnis dieser dreidimensionalen Reproduktion wurde deutlich, dass ein relativ kleines Transportmittel geeignet ist, diese Leichenteile von einem möglichen Aufenthaltsort zum Elsterflutbecken zu transportieren. Vielleicht hat der Täter die Leichenteile mit einer rollbaren Reisetasche oder einem größeren Einkaufstrolley zum Elsterflutbecken gebracht. Bis Ende 2016 kommen die Ermittler dem Täter kaum einen Schritt näher. Doch sie ziehen Rückschlüsse aus den bisherigen Untersuchungsergebnissen. Relativ schnell war klar, dass es keine Zeichen von Gewalt an den Leichenteilen gab. Also zum Beispiel fanden sich keine Hinweise stumpfe Gewalt oder Stichverletzung oder etc. Vielmehr sprach es dafür, dass sie freiwillig mitgekommen sein muss. Aus diesem Grund konzentrierten sich die Ermittlungen auf ihr Umfeld, das heißt auch auf den Lebensgefährten und auf die in Frage kommenden Kontaktpersonen. Doch wirklich Greifbares finden die Ermittler nicht. Sie gehen jedoch nach wie vor davon aus, der Täter verhält sich still, bewegt sich irgendwo in der Nähe, unauffällig, unentdeckt. Bis Ende November 2016. Der unbekannte Frauenmörder begeht knapp 8 Monate nach der ersten Tat ein zweites Verbrechen. Das Ganze beginnt mit einem Vermisstenfall. Am 29. November verschwindet in Leipzig die 40-jährige Anja B.
Schon kurz darauf wird sie als vermisst gemeldet. Die Vermisstenanzeige wurde durch die Mutter erstattet, die sich nicht erklären konnte, was der Grund für das Verschwinden sein könnte. Fest stand zum einen, dass es keine Hinweise gab auf eine mögliche Freitodgefahr oder eine Suizidneigung. Und zum anderen war aber ungewöhnlich, dass der Lebensgefährte keine Anzeige erstattete und auch er keine weiteren Interesse hatte an dem Verbleib von Anja. An dem Morgen, an dem die Mutter von Anja B. die Vermisstenanzeige erstattet, hat sie ihre Enkelin dabei. Die Kleine ist 2 Jahre alt. Es ist zunächst ein Fall von vielen. Die meisten vermissten Personen tauchen oft nach wenigen Tagen wieder auf. Es gibt in der Polizeidirektion in Leipzig im Jahr zwischen 2.500 und 3.000 Vermisstenfälle. Auch an diesem Fall gab es zunächst nichts Ungewöhnliches. Sie hatte ihren Lebenskreis verlassen, ihr Aufenthalt war unbekannt und es wurde geprüft, ob eine Gefahr für Leib und Leben bestehen könnte. Doch Anhaltspunkte dafür findet man nicht. Anja habe ein inniges Verhältnis zu ihrer 2-jährigen Tochter und würde nicht einfach so verschwinden, sagt die Mutter. Die weiteren Ermittlungen im Dezember 2016 sprachen gegen ein bewusstes Absetzen von Anja. Es gab keinerlei Kontakt mehr mit der Familie, wir konnten keine Kontobewegung feststellen. Es gab auch keine Kommunikation, insbesondere hat sie auch nicht versucht, ihr Kind zu sehen. Und das war dann sehr ungewöhnlich und insoweit wurde davon ausgegangen, dass ein Anfangsverdacht einer Straftat vorliegen könnte und im Januar 2017 das Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Totschlages zunächst gegen Unbekannt eingeleitet. Erneut macht sich die Polizei auf die Suche nach einem unbekannten Täter. Könnte es einen Zusammenhang mit dem Fund des Leichnams von Maria D. im Elsterflutbecken 8 Monate zuvor geben? Denn auch Anja B. war oft in den Kneipen rund um den Lindenauer Markt unterwegs. So wie Wali, der nicht nur Maria D. kannte, sondern auch die nun vermisste 40-Jährige. Anja war definitiv eine höfliche Person. Anja war definitiv einfach ein cooler Mensch. Ne? Die hat zwar auch ein bisschen getrunken, aber nicht diese harten Sachen. Ansonsten war sie eigentlich eine korrekte Frau. Wali ist Anja B. Ende November, kurz vor ihrem Verschwinden, noch einmal in einer Kneipe begegnet. Und 3 Tage später habe ich im Lindenauer Markt an der Marktstraße eine Vermisstenanzeige gesehen, ne? Von ihr. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Am Nachmittag des 29. November 2016, einem Dienstag, wird Anja B. zum letzten Mal lebend in der Bar 55 gesehen. Es wurde versucht, diesen Tag so gut es ging zu rekonstruieren. Fest stand für uns, dass sie mit ihrem Lebensgefährten bis in den frühen Abend, späten Nachmittag gemeinsam in einer Bar waren. Es muss dort zu einem Streit gekommen sein und er hat diese Bar verlassen. Nach diesem Streit verliert sich die Spur der 40-jährigen Leipzigerin. Was ist danach mit Anja B. geschehen? Die Auswertung der Verbindungsdaten ihres Handys ergibt 17 verschiedene Telefonkontakte für die Zeit vor ihrem Verschwinden. Führt eine dieser Nummern die Leipziger Ermittler zum Täter? Und gibt es womöglich eine Verbindung zum Fund der Leichenteile im Elsterflutbecken? Ja, was ist mit Anja B. geschehen? Die Auswertung der Verbindungsdaten ihres Handys ergibt 17 Telefonkontakte für die Zeit vor ihrem Verschwinden. Ist einer dieser Kontakte vielleicht der Täter? Und kann es Zufall sein, dass innerhalb kurzer Zeit gleich 2 Frauen in derselben Gegend, die vom Erdboden verschluckt sind? Von der einen fehlt jede Spur, von der anderen werden später Leichenteile im Wasser gefunden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen? Zwischen dem Verschwinden von Anja B. und dem Tod von Maria D.? Die Antworten auf diese Fragen gibt es in einer Woche wieder um. Im April 2016 werden im Leipziger Elsterflutbecken die Leichenteile einer Frau gefunden. Die Tote ist Maria D., 43 Jahre alt. Sie war häufig in den Kneipen von Leipzig-Lindenau unterwegs. Die Ermittlungen der Soko Brücke weisen darauf hin, dass auch der Täter einen starken Bezug zu diesem Stadtteil im Leipziger Westen hat. Doch trotz einer umfangreichen Fahndung kommen die Beamten der Sonderkommission dem Täter nicht näher.
Dann, knapp 8 Monate nach dem Fund im Elster-Flutbecken, verschwindet erneut eine Frau in Lindenau. Anja B., 40 Jahre alt. Auch sie war oft in den Kneipen rund um den Lindenauer Markt unterwegs. Zum letzten Mal lebend gesehen wird sie in einer Bar. Sie streitet mit ihrem Lebenspartner. Doch den können die Ermittler nach einer Überprüfung als möglichen Täter ausschließen. Aber es gibt 17 weitere Personen, mit denen die Vermisste in der Zeit vor ihrem Verschwinden telefonischen Kontakt hatte. Und auf diese Telefonkontakte konzentrieren sich im Januar 2017 die Ermittlungen. Willkommen bei Die Spur der Täter. Wenn Sie am vergangenen Sonntag zugeschaut haben, dann wissen Sie, wir sind heute auf der Spur eines gefährlichen Mörders, vermutlich eines Serientäters. Denn kann es Zufall sein, dass innerhalb kurzer Zeit gleich 2 Frauen in derselben Gegend in Leipzig plötzlich verschwinden? Noch dazu, wenn eine der beiden Frauen tot aufgefunden wird, die Leiche zerstückelt und im Wasser versenkt? Wer macht so etwas und warum? Noch ist der Täter ein Unbekannter, ein Phantom, doch es gibt diese Telefonkontakte und vielleicht bringen sie Erfolg. Der Lindenauer Markt. Hier und in den angrenzenden Straßen gibt es viele kleine Kneipen. Beide Frauen, die im April 2016 getötete Maria D. und die seit Ende November 2016 vermisste Anja B., waren oft in diesem Stadtteil unterwegs. Mitunter tranken sie viel und nahmen, so sagten Bekannte, auch hin und wieder Drogen. Anfang 2017 werden die Personen von der Polizei vernommen, die in den Tagen vor dem Verschwinden telefonischen Kontakt mit Anja B. hatten. Einer von ihnen, ein Mann mongolischer Abstammung. Er ist den Kriminalbeamten gegenüber höflich und bemüht, gibt aber an, wenig über die Vermisste sagen zu können. Er räumte ein, Anja B. getroffen zu haben und sich auch von ihr verabschiedet zu haben. Die spätere Auswertung dieser Aussage in Verbindung mit Erkenntnissen aus den Verbindungsdaten des von Anja B. genutzten Handys ergab allerdings Widersprüche. Die Verbindungsdaten beweisen, dass Dovcin D., so sein Name, versucht hat, Anja B. am Abend ihres Verschwindens anzurufen. Und zwar, nachdem sie sich in einer Kneipe voneinander verabschiedet hatten. Von diesem Anruf hat er den Beamten bei der Vernehmung allerdings nichts erzählt. Die Auswertung der Verbindungsdaten zum Mobiltelefon von Anja hat dann ergeben, dass es einen Kontakt zwischen ihr und ihm gegeben haben muss. Seine weiteren Angaben, die diesen Kontakt erklären würden und diese Begegnung erklären würden, brachten Widersprüche. Und diese Widersprüche führten dazu, dass das Verfahren gegen ihn, wegen des Anfangsverdachtes, Anja B. getötet zu haben, eingeleitet wurde. Noch am selben Tag beschließen die Ermittler, so schnell wie möglich die Wohnung des Verdächtigen zu durchsuchen. Dazu brauchen sie allerdings einen Beschluss. Die Staatsanwaltschaft wird diesen immer dann beantragen, wenn sie der Meinung ist, dass es möglich und wahrscheinlich ist, dass in der Wohnung Gegenstände gefunden werden können, die als Beweismittel in Betracht kommen. In diesem konkreten Fall gab es den Anfangsverdacht, dass Dovcin D. Anja B. in seiner Wohnung getötet haben könnte. In diesem Haus wohnt Dovcin D. damals. Es steht in der Dämmeringstraße, nur knapp 300 Meter vom Lindenauer Markt entfernt. Es ist der 27. Februar 2017. 2 Kripo-Beamte wollen die Wohnung des Verdächtigen nach Hinweisen auf Anja B. durchsuchen. Am Seiteneingang des Wohnhauses fallen ihnen mehrere Fahrradhalterungen auf. Einige sind frisch montiert, andere ähneln dem Fahrradständer, mit dem die abgetrennten Arme der getöteten Maria D. im Elster-Flutbecken beschwert waren. Womöglich sind die Beamten mit dieser Durchsuchung endlich auf der richtigen Spur. Guten Tag, Kriminalpolizei Leipzig, dürfen wir reinkommen? Der Beschuldigte kam sehr freundlich auf die Beamten zu und hat im Zuge dieses Erstkontaktes nach erfolgter Belehrung unmittelbar den Beamten vor Ort die Tötung von Anja B. gestanden. Eine so schnelle und klare Aussage hatten die Beamten nicht erwartet. Aber sie erfahren noch mehr.
Dovcinde gibt zu, auch die 43-jährige Maria D. im April 2016 umgebracht und zerstückelt zu haben. Die Kriminalisten unterrichten sofort ihren Chef, SOKO-Leiter Lutz Mädler. Also ich bin keiner, der auf den Mund gefallen ist. Also ich war wirklich sprachlos. Ich konnte kein Wort sagen. Null. Ich war am Telefon und hab nichts mehr gesagt. Dovcinde ist bereit, seine Aussagen in einer Videovernehmung zu wiederholen. Er will reinen Tisch machen, so sagt er, und sich alles von der Seele reden. Dazu wird er in die Polizeidirektion gebracht. In diesem Raum findet die Vernehmung statt. In dieser sehr umfangreichen auf Video aufgezeichneten Vernehmung hat der Beschuldigte dann sehr detailreich geschildert, wie es zu diesen Tötungsdelikten gekommen ist. Demnach haben sich Anja B. und Dovcinde am Abend des 29. November 2016 tatsächlich noch einmal getroffen und sind in seine Wohnung in der Dämmeringstraße gegangen. Anja B., so sagt der Täter in der Vernehmung, sei depressiv und tief verzweifelt gewesen und wollte nicht mehr weiterleben. Doch das bezweifeln die Beamten. Nach seinen Angaben hätte er sie auf ihre Bitte hin erwürgt. Sie hätte Freitodabsichten geäußert oder hätte ihn darum gebeten. Es gab keinerlei Hinweise darauf, dass es solche Absichten gegeben hätte. Nach der Tötung, so gesteht Dovcinde weiter, habe er den Körper zerteilt und den Torso auf einem verlassenen Grundstück versteckt, nicht weit entfernt von seiner Wohnung. Es ist das Grundstück des Apostelhauses, ganz in der Nähe des Lindenauer Marktes. Das Gebäude stammt aus dem 18. Jahrhundert und verfällt seit vielen Jahren. Es liegt kaum 200 Meter von der Wohnung des Täters entfernt. Die Ruine ist verwinkelt. Die Polizei setzt einen Leichenspürhund ein. Und der schlägt über einem verschlossenen Kellerloch an. Dieses Loch war abgedeckt mit Raskanten, auf denen später auch der DNA-Nachweis des Beschuldigten erfolgen konnte. Und in diesem Loch wurde auch der Torso unter Müll versteckt. Weitere Leichenteile will Dovcinde im Keller seines Wohnhauses vergraben haben. Die Tatortgruppe der Leipziger Polizei durchsucht den Gewölbekeller nach Spuren. Die Böden der einzelnen Boxen bestehen aus Backsteinen. Nach dem ersten Augenschein in dem Keller gab es zunächst keine Hinweise, dass irgendetwas nicht stimmen könnte. Es gab allerdings das Anzeigeverhalten des Leichensuchhundes, das die Angaben des Beschuldigten untermauert. Und er hat mit hohem Aufwand und großer Genauigkeit diese Steine zum einen herausgenommen und dann wieder eingesetzt. Die Kriminaltechniker nummerieren die Steine in der Kellerbox von Dovcinde. Dann hebeln sie Stein für Stein aus dem sandigen Untergrund. Unter den Steinen finden sie die Hände, Teile der Arme, die Füße und den Kopf der vermissten Anja B. Doch im Keller sind nicht alle Teile des Leichnams versteckt. Es fehlten Knochen- und Gewebeteile, die nach Angaben des Beschuldigten im Hausmüll entsorgt wurden. Der Leichentorso im Apostelhaus und das Geständnis des Täters stoßen in der Öffentlichkeit sofort auf großes Interesse. Die Spurensicherung hat voll zu tun. Hier auf diesem Ruinengelände haben Polizisten gestern eine Frauenleiche gefunden. Der mutmaßliche Täter selbst hatte ihnen den Fundort verraten. Der 38-Jährige war den Ermittlern ins Netz gegangen und hatte bereits bei der ersten Vernehmung ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Wie im Fall Maria D. 8 Monate zuvor werden auch die Leichenteile von Anja B. vom Leipziger Rechtsmediziner Dr. Carsten Barbian untersucht. Wir haben auch bei Anja B. festgestellt, dass der Tod durch ein Ersticken eingetreten war. Es fanden sich entsprechende Verletzungen am Kehlkopf,
Blutungen im Bereich des Kopfes. Und auch bei Anja B. ist die Zerteilung des Leichnams durch ein scharfes Messer und Verwendung von einer Säge bzw. einem Trennschleifer durchgeführt worden. Also sehr identische Vorgehensweise in beiden Fällen. Im Obergeschoss dieses Hauses liegt die Einraumwohnung des Täters. Hier suchen die Kriminaltechniker in den folgenden Tagen akribisch nach Spuren beider Taten. Die wichtigsten Fragen: Was hat sich hier abgespielt? Sind die Frauen hier umgebracht worden? Und wurden die Leichen in der kleinen Wohnung auch zerteilt? Die Spurensuche übernimmt die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen. Ihr Leiter ist Kriminalhauptkommissar Karel Friedrich. Die Tischplatten und am Schrank war überall sehr staubig. Währenddessen dann im Flurbereich und Badbereich es sauberer, regelrecht geputzt. Das ist, haben wir dann auch festgestellt, dass im Bad zum Beispiel nur im Bereich des Waschbeckens und der Toilette nur daktyloskopische Spuren aufzufinden waren. Alles andere erschien komplett gereinigt und sauber. Zunächst scannt die Tatortgruppe den Wohnraum mit einem Lasergerät. Dadurch entsteht ein dreidimensionales Abbild der ersten Auffindesituation. Für die Fahnder um Robert Pfannenberg ein hilfreiches Arbeitsmittel. Wir haben hier die Möglichkeit, jede Position einzunehmen und können uns hier durch den Tatort navigieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass natürlich somit es jedem Ermittler möglich ist, den Tatort zum Zeitpunkt der Messung eben wieder aufzusuchen, ohne jemals vor Ort gewesen zu sein. Nach der Vermessung suchen die Kriminaltechniker nach Spuren und Gegenständen, die mit den Taten oder den Opfern in Verbindung gebracht werden können. Und sie werden fündig. Da stand eine größere Kiste mit Werkzeugen. Und in dieser Kiste befand sich auch ein Beutel. Und in diesem steckte dieser Trennschleifer. An dem Trennschleifer ist dann im Rahmen der kriminaltechnischen Untersuchung die Blutantragung festgestellt worden. Und dieses Blut führte zu einer der Geschädigten. Die Ermittler wollen herausfinden, an welcher Stelle genau in der Wohnung Dovcin D. seine Opfer zerteilt hat. Mikroskopisch feine Blutspuren könnten Hinweise darauf liefern. Um sie sichtbar zu machen, setzen die Kriminaltechniker die Chemikalie Luminol ein. Diese Lösung reagiert dann mit den Resten des Blutes und es kommt zu einer kurzzeitigen bläulichen Lumineszenz. Diese muss dann schnell dokumentiert werden, weil das bloß eine kurze Momentaufnahme ist. Hier wurden dann aus diesen Lumineszenzen, aus denen wir heraus Spuren gesichert haben, noch die DNA eines der beiden Opfer nachgewiesen. Mikroskopisch kleine Reste von Blut finden die Ermittler an vielen Stellen in der Wohnung. Die meisten unter der Schlafmatratze von Dovcin D. Die Spurenlage in der Wohnung deuten darauf hin, dass beide Opfer in der Wohnstube zerteilt wurden. Doch dann hat er die Leichen nicht sofort verstecken können, so gesteht Dovcin D. den Ermittlern in der Vernehmung. Er wusste nicht, wohin mit den Körpern. Die Leiche von Anja B. lag noch mehrere Wochen in seiner Wohnung. Hier hat der Beschuldigte angegeben, dass er die Heizung heruntergedreht hat in den Wintermonaten, gelüftet hat und auch den Körper mit Salz bestreut hat. Die Rechtsmediziner haben auf allen Körperteilen von Anja B. noch Reste von Salz gefunden. Auffallend war bei der Fundstelle im Keller des Wohnhauses, dass die Leichenteile konserviert waren mit Speisesalz, mit Kochsalz, was vom Täter offenbar verwendet wurde, um die Leichenzersetzung aufzuhalten, die Geruchsbildung aufzuhalten. Einzigartig an dem Fall ist, dass es auf der einen Seite eine Geräuschkulisse gegeben haben muss beim Zerteilen. Hier hat der Beschuldigte nachweislich einen Trennschleifer benutzt
Und zum Zweiten gab es beim zweiten Opfer eine sehr lange Liegezeit, die entsprechende Erscheinung nach sich zieht. Letztendlich sind wir im Zuge der Ermittlungen darauf gekommen, dass in dem relevanten Zeitraum, da es sich um ein Haus handelt mit vielen WGs, über 80 Personen ein- und ausgegangen sind. Keine dieser Personen hat irgendwelche Feststellungen zum Beschuldigten, zum Geruch oder zu Geräuschen wahrgenommen. An der linken Seite des Torsos von Maria D., dem ersten Opfer, gab es rätselhafte Streifen, die vermutlich bei der Lagerung des Torsos in der Wohnung des Täters entstanden sind. Konkrete Angaben dazu wollte Dovcin D. bei seinem Geständnis nicht machen. Wir wissen nur, dass ein Bett oder ein Bettgestell in der Wohnung sich befand und durch den Beschuldigten selbst entsorgt wurde. Spricht vieles dafür, dass dieses Bettgestell oder ein Lattenrost diese Muster verursacht hat. Diese Steine hat Dovcin D. vermutlich im alten Apostelhaus gefunden. Er befestigte sie mit Draht an den abgesägten Gliedmaßen von Maria D., bevor er sein Opfer mit einer rollbaren Tasche zum Elsterflutbecken brachte. Auch diese Tasche finden die Kriminaltechniker der Tatortgruppe in der Wohnung des Täters. Der Prozess gegen Dovcin D. beginnt am 17. November 2017. Das Landgericht hat den hinreichenden Tatverdacht gesehen, dass der Angeklagte sich hier des Mordes in zwei Fällen und der Störung der Totenruhe ebenfalls in zwei Fällen schuldig gemacht hat. Hat dieser Mann zwei Frauen umgebracht? Die Staatsanwaltschaft glaubt fest daran, dass der 38 Jahre alte Mongole für den grausamen Tod von zwei Frauen verantwortlich ist. Im Verhör gesteht der Mongole die Tat und gibt überraschend auch den Mord an der Portugiesin zu. Zum Motiv erzählt er der Polizei, dass die Frau ihn erpressen wollte. Anja B. dagegen habe ihn massiv provoziert. Bei der zweiten Tat soll der Hintergrund gewesen sein, dass der Angeklagte sexuelle Kontakte zu seinem Opfer gewünscht habe und dieser Wunsch zurückgewiesen worden sei. Und im Hinblick darauf nimmt die Staatsanwaltschaft niedrige Beweggründe an. Offenbar will der Angeklagte darauf hinaus, beide Frauen im Affekt getötet zu haben, um eine mildere Strafe zu erreichen. Zunächst geht es vor Gericht darum, wie es zu den Taten kam und was für ein Mensch der Stückelmörder ist, wie Dovcin D. von der Presse inzwischen genannt wird. Der zur Tatzeit 37-Jährige ist in der Mongolei aufgewachsen. 1999 zieht er mit großen Hoffnungen nach Deutschland. Er will Informatik studieren. Seine Eltern haben dafür lange gespart. Doch Dovcin D. tut sich in Deutschland schwer. Dieses Studium brach er ab. Er machte eine Lehre nachfolgend als Konstruktionsmechaniker und arbeitete auch seit 2014 hier in einer normalen Anstellung in der Stadt. Er heiratet sogar eine Deutsche. Das Paar bekommt ein Kind. Doch mit der Familie läuft es schlecht. Es gibt Hinweise auf häusliche Gewalt. Dann die Trennung. Dovcin D. leidet darunter, dass er seine Tochter nur noch an den Wochenenden sehen darf. Was wir wissen, ist, dass sein Kind für ihn sehr, sehr wichtig war. Dovcin D. ist in vielen Bereichen gescheitert und hat offenbar die Hoffnungen seiner Eltern bitter enttäuscht. Ein Gutachter schreibt, er halte ihn für einen soziokulturell entwurzelten Menschen. Nach der Trennung von seiner Frau zieht Dovcin D. in eine kleine Wohnung in Lindenau und treibt sich in den Bars und Kneipen des Viertels herum. Er spielt dort viel an den Automaten, manchmal ganze Abende. Wali, der in denselben Kneipen unterwegs war, hat den 37-Jährigen damals kennengelernt. Also meiner Meinung nach, er war hinterhältig. Er hat Leute hier verarscht, er hat Leute hier betrogen. Der hat auch irgendwie eins auf Bruce Lee gemacht, wie man sieht. Ne? Also viel mit dem zu tun habe ich nicht gehabt. Ich kenne den noch von hier, ne? Wie man halt von Szene kennt. Aber dass es so weit geht und dass er so in der Lage ist, jemandem sowas anzutun, das habe ich nicht erwartet von dem. Dovcin D. trinkt viel und sucht den Kontakt zu Frauen.
Die beiden späteren Opfer waren nicht seine einzigen Frauenbekanntschaften. Er hatte sexuelle Kontakte auch zu weiteren Frauen. Hier gab es allerdings keine Auffälligkeiten, die in irgendeiner Beziehung zu diesen beiden Fällen stehen würden. Anfang April 2016 begleitet ihn die Portugiesin Maria D. nach Hause, freiwillig. Sie schlafen miteinander. Doch danach will Maria D. offenbar Geld haben. Anderenfalls, so sagt Ovchinde in der Vernehmung, wolle sie ihn wegen Vergewaltigung anzeigen. Besonders an ihm und an diesem Fall ist, dass er offenbar durch einen bestimmten Auslöser massiv explodieren konnte und dann massive Gewalt angewandt hat. Dovcinde fühlt sich hintergangen und gedemütigt, wird wütend und erwürgt die 43-jährige Frau in einem Wutanfall. Weil er sie dabei von hinten angreift, wird ihm das Gericht Heimtücke und damit ganz klar Mord unterstellen. Es war keine Tat im Affekt. Auch sein zweites Opfer, Anja B., lernt Dovcinde in den Lindenauer Kneipen kennen. Am 29. November 2016 verbringen sie den Abend in seiner Wohnung. Nebenbei laufen auf seinem Laptop YouTube-Musikvideos. Wir können aus dem Internetverlauf seines Rechners recht gut nachvollziehen, wie dieser Abend vermutlich ablief. Denn Anja B. war in der Wave-Gothic-Szene verhaftet und es gab einen Suchbegriff in diesem Verlauf. Das ist ein schwedischer Künstler. Und wir wissen, dass Anja B. ein großer Fan war und Dovcinde hatte zu dieser Musik überhaupt keine Beziehung. Also können wir daraus schließen, dass sie in der Wohnung war und sozusagen diesen Suchverlauf selbst verursacht hat. In der weiteren Folge dieses Abends gab es allgemeine Popmusik, Rockmusik, die abgespielt wurde und dann irgendwann gab es einfach einen Bruch, etwa kurz vor Mitternacht. Und ab etwa 3 Uhr gab es dann gezielte Suchen nach pornografischen Inhalten. Wir gehen davon aus, dass in diesem Zeitfenster Anja B. umgebracht wurde und diese Suche eine mögliche Ersatzbefriedigung für ihn gewesen ist. Vermutlich kommt es zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens zu einem heftigen Wutausbruch von Dovcinde. Doch warum? Hatte sie ihn zurückgewiesen? Das ist bis heute unklar. Für eine Tötung auf Verlangen, was der Täter als Motiv angab, fanden sich keinerlei Hinweise. Beim Zerteilen der Leichen ging es ihm lediglich darum, die Körper möglichst unentdeckt und ohne großen Aufwand loszuwerden. Ein psychologischer Gutachter sah darin weder eine rituelle noch eine sexuelle oder wahnhafte Motivation. Im Rahmen dieses Gutachtens kam der Sachverständige zu dem Ergebnis, dass er keinerlei Anhaltspunkte hat feststellen können, die für eine verminderte oder gar aufgehobene Schuldfähigkeit des Angeklagten sprechen. Ebenso hat er keine Feststellung machen können zu einer psychischen Erkrankung. Nach einem langen Prozess und mehreren Revisionen wird Dovcinde im November 2021 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Darüber hinaus hat das Landgericht die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Dieses bedeutet, dass der nunmehr Verurteilte nicht damit rechnen kann, dass nach 15 Jahren bereits geprüft wird, ob hier eine Strafaussetzung zur Bewährung möglich ist oder nicht. Über ein Jahr haben die Beamten, Rechtsmediziner und Kriminaltechniker an dem Fall gearbeitet, bis der Täter schließlich festgenommen werden konnte. Es müssen viele Rädchen ineinander greifen und es sind viele Kolleginnen und Kollegen, die dafür Sorge tragen, dass schwerste Straftaten aufgeklärt werden können. Ja, auch wenn es hier in diesem Fall ein frühes und durchaus überraschendes Geständnis gab, es war wichtig, weiter intensiv zu ermitteln, denn so ein Geständnis kann ja jederzeit widerrufen werden und dann muss der Angeklagte trotzdem überführt werden können, zum Beispiel mit Hilfe von sogenannten Sachbeweisen, also etwa Spuren am Tatort oder am Werkzeug, das der Täter benutzt hatte. Und auch das ist, wir haben es gerade gesehen, in diesem Fall sehr gut gelungen. Das war's für heute bei Die Spur der Täter. Danke fürs Zuschauen. Nächste Woche geht's hier weiter mit neuen, mit aktuellen Fahndungsfällen aus Berlin und Brandenburg. Wir starten wieder mit Täter-Opfer-Polizei. Ich freue mich sehr darauf. Bis dahin, alles Gute.